Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohe Vertreterin! Die SPD ist langjähriger Verfechter des Pooling and Sharing-Ansatzes. Dabei muss das oberste Ziel sein, nationale Verteidigungskapazitäten zu europäisieren, um Verteidigungsbudget effizienter einzusetzen und Kosten einzusparen. Eine Europäisierung der Rüstungspolitik halte ich für sinnvoll, da sie den NATO-Mitgliedstaaten der EU hilft, vom absurden 2%-Ziel der NATO abzurücken. Wir müssen uns stattdessen darauf konzentrieren, gemeinsam benötigte Verteidigungskapazitäten zu verbessern. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, mehrere Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für Rüstungsforschung, Entwicklung und Beschaffung bereitzustellen. Dabei werden der Europäischen Union die Rechte an den so finanzierten Technologien und Produkten jedoch nicht übertragen. Das kann nicht sein. Entgegen dem Wortlaut des Kommissionsvorschlages fordere ich eine echte Mitbestimmung der EU und speziell des Europaparlaments beim Export von Waffen und Munition, die mit EU-Mitteln finanziert wurden. Darüber hinaus sollte die Kommission den Verteidigungsplan durch ein Programm zur Konversion von Rüstungsindustrien in zivile Industrien ergänzen, wenn wir hier eine Änderung vornehmen wollen. Herzlichen Dank.